Soll ich endlich in Ruhe lassen? Das wäre ja noch schöner. Was will er von dir? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, du verschweigst mir was. Was soll ich dir denn verschweigen? Na, komm mit. Komm. Komm, ich bring dich zum Wagen. Hast du Angst? Wenn ich erst einmal geschieden bin, dann... Dann... Höchste Zeit. Ich muss los.
Es würde mich interessieren, was sich die Leute denken, wenn sie uns hier so sitzen sehen. Was sollen sie denken? Sie waschen Wäsche, denken sie. Was sollen sie denken? Aber ich habe dir gesagt, du sollst deine bunte Wäsche nicht da reintun. Wenn deine bunte Wäsche abfärbt, dann musst du mir eine Menge weiße Hemden kaufen. Die färbt nicht ab. Die ist doch in der... Mit Ihnen würde ich gern zusammen wohnen. Mit mir? Ich nicht. Und in Gottes Namen lieber mit der... Oh, nicht hinkommen. Wieso? Oje. Wir haben heute frei. Nicht mehr. Wir sind die Einzigen, die noch da sind. Die anderen sind alle im Einsatz. Also, was ist passiert? In einer Garage, in einer Parkgarage am Färbegraben, sind ein Mann und eine Frau erschossen worden. Hört denn das nie auf, Mensch? Ins Labor. Wo sind die andere? Herr Theilmann. Ah, ja. Doktor. Herr, es kann sein, dass der Mann noch ein paar Momente gelebt hat. Die Frau da drüben in keinem Fall. Sie war gleich tot. Mhm. Der Wagen hier, an dem der Tote liegt, ist als gestohlen gemeldet. Danke. Ja, du bist so kribbelig. Ja, da wird ein Mann erschossen, der hat keine Brieftasche dabei, kein Portemonnaie, keinen Ausweis, nichts. Nur diese Waffe hier. Und überall sind die Etiketten raus. Hier aus dem Hemd, aus der Jacke, aus den Schuhen, aus dem Hut, überall. Wir lassen ein gutes Foto machen und du sagst doch wieder, dass sie in die Zeitung kommen. Vielleicht meldet sich jemand, der ihn erkennt. Mehr ist nicht drin im Moment. Wir brauchen ein Foto, bitte. Von hier. Groß. So, komm. So, jetzt holst du mir mal den da. Wie heißt der? Wiegand, Peter Wiegand. Ja, den. Soviel ich weiß, ist Rauchen im Parkhaus verboten. Der Herr Köster möchte Sie mal sprechen. Kann die Tote jetzt weg? Nein, Martin, erst wenn ich sage, geh doch mal mit den Herren darüber, ja? Da ein bisschen. Darf ich die Herren bitten, einen Moment mitzukommen? Wie ganz? Tschüss, danke. Bitte schön. Wie ganz? Köster? Kommen Sie, wir gehen mal darüber. Ist das so üblich? Was ist so üblich? Das mit dem Fotografieren. Naja, das ist bei uns so üblich. Ich möchte von Ihnen einiges über den Mann wissen, der da liegt. Was hat das mit meiner Frau zu tun? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Kennen Sie den? Nein, ich habe den Mann vorher noch nie gesehen. Warum haben Sie ihn erschossen? Das habe ich bereits gesagt. Das möchte ich nochmal hören.
Weil er meine Frau erschossen hat. Was haben Sie für einen Beruf? Ich übe keinen Beruf aus. Ich habe Volkswirtschaft studiert und Jura. Ich habe auch promoviert, aber das können Sie alles weglassen. Ich bin finanziell unabhängig. Ich übe keinen Beruf aus. Ich wollte sie töten, deswegen hatte ich die Waffe dabei. Es war das erste Mal, dass ich sie dabei hatte. Auf einmal war dieser Mann da und dann war das wie ein Reflex. Auf einmal wollte ich sie schützen. Nein, Sie wollten nicht, dass sie einen anderen tötet. Sie selber wollten sie töten. So war das, nicht? Vielleicht auch so. Nur weil sie verlassen hat? Weil sie mit jedem geschlafen hat, der nur wollte. Deswegen tötet man. Müsste man ja dauernd welche umbringen. Ich wollte sie töten. Und dann kam der andere und hat sie erschossen. Das ist Herr Weingartner, der Vater, der erschossen hat. Es tut mir sehr leid, Herr. Hat ihre Tochter nicht erschossen. Es war ein anderer. Gerd. Was machen Sie jetzt mit mir? Wollen Sie mich verhaften oder vorläufig festnehmen oder was? Nein, ich bringe Sie ins Präsidium und da warten Sie wieder auf mich, Gerd. Ja. Moment, ich habe meine Sachen noch im Auto. Ja. Gerd? Ja. Pass gut auf den. Kommen Sie, Herr Weingartner. Ich muss Ihnen den Mann zeigen, der Ihre Tochter erschossen hat. Kennen Sie den? Nein. Warum haben Sie angenommen, dass Herr Wiegand geschossen hat? Sie ist von ihm weggegangen. Sie wollte nicht mehr mit ihm leben. Sie hat es mir heute früh noch mal gesagt. Ja, ist schrecklich. Frau Wiegand hat einen Parkplatz in der 5. Etage, nicht wahr? Ja, sie war sehr froh drüber. Ist gar nicht so einfach, hier seinen Wagen abzustellen. Und auch nicht billig. Gehörte der Parkplatz zu Ihnen, ich meine, zu Ihrer Praxis? Nein, den hat Ihr Mann wohl gemietet damals, als er Sie kennenlernte und Sie öfters abgeholt hat. Später haben Sie ihn dann einfach behalten. Ein halbes Jahr vor Ihrer Heirat hat sie hier aufgehört. Es gab eigentlich kaum einen, der sie nicht mochte. Darum haben wir sie auch nach der Trennung von ihrem Mann gern wieder bei uns aufgenommen. Ich kann ja nur das beste Zeugnis ausstellen. Davon hat sie jetzt leider nichts mehr. Aschenbrödel. Bitte? Was haben Sie gesagt?
Aschenbrödel. Meine Frau hat das damals eine Aschenbrödel-Geschichte genannt. Ganz groß aufgezogen in der Presse. Der reiche Prinz, das Mädchen aus dem Volke und die große Liebe. Ja, bitte. Frau Beil, ich lasse Sie jetzt mit Herrn Köster allein. Sie werden schon erfahren haben, was passiert ist. Herr Köster, entschuldigen Sie mich. Selbstverständlich, Herr Doktor. Frau Beil, Herr Doktor hat mir erzählt, Sie waren sowas wie eine mütterliche Freundin von Frau Wiegand. Ja. Vielleicht, weil sie ohne Mutter aufgewachsen ist. Nur mit ihrem Vater. Sicher hat sie ihn doch dann manches anvertraut. Helfen Sie mir, Frau Beil. Ich muss einen Mord aufklären. Sie lebte von ihrem Mann getrennt. Hatte sie einen Freund oder gab es da mehrere Männer? Nur einen. Garten. Manfred Garten. Garten? Ist er das? Bitte erschrecken Sie nicht, der Mann ist tot, erschossen. Nein. Ich habe ihn zwar nur einmal gesehen, aber nein. Das ist er nicht. Die Sache fing an, als mit ihrem Mann alles schief lief. Ich meine, was einmal Liebe war, war gar keine. War bloß Unterjochung, Sadismus. Gewalt. Sie sagten Garden mit D. Ja, Manfred Garden. Er war der beste Freund ihres Mannes. Ein zweites Projektil befindet sich im Interkostalraum zwischen der vierten und fünften Rippe. Punkt. Die Kugel drang in den linken Pleuraraum mit Ruptur des Aortenbogens. Punkt. Wiegand ist wirklich reich. In der Firma hat er nichts zu sagen. Das hat sein Vater per Testament verhindert. Seitdem ihn seine Frau verlassen hat, lebt er allein in der Villa. Hast du irgendwelche Zeugen auftreiben können? Nein, aber alles spricht dafür, dass es sich wirklich so abgespielt hat, wie Wiegand ausgesagt hat. Also sie ist mit der Waffe des Fremden erschossen worden, mit der Luger. Und der Fremde ist mit der Waffe von Peter Wiegand erschossen worden, mit dem Revolver. Vielleicht ist der Fremde einer ihrer Liebhaber. Wahr. Wahr. Ja, das wäre schön. So einfach möchte ich es mal haben in unserem Beruf. Also gut, letztes Angebot. Unser Mann war mal angeklagt wegen versuchten Totschlags. Wer unser Mann? Peter Wiegand. Jetzt hast du gedacht, du machst mir eine Freude. Aber im Moment verunsichert mich das bloß. Es hilft aber nichts. Er war angeklagt wegen versuchten Totschlags an einem Mann, der ihn sexuell missbraucht hat, als er 16 war. 10 Jahre später hat er dann versucht, diesen Mann umzubringen. Aber aus dem Prozess wurde nichts. Die Zeugen fielen alle um und das Opfer auch. Damals lebte die ganze Vater noch. Was soll man anfangen mit einem toten Mörder, von dem man überhaupt nichts weiß, und mit einer Frau? Wenn ich den Wiegand laufen lasse, möchte ich, dass er observiert wird, rund um die Uhr, von den besten Leuten, die wir haben. Ja, ja, wie immer. Wie immer, ja. Und dann möchte ich viel wissen von einem Manfred Garden hier. Ich habe ihn dir aufgeschrieben, ja. Das ist angeblich der letzte Liebhaber von der Frau Wiegand und der beste Freund von Herrn Wiegand. Moment. Wir sind gerade aus dem Labor gekommen. Gib das bitte in die Presse, ja? Nein.
Sie haben mich übrigens belogen. Ihre Frau hat nicht mit jedem geschlafen. Sie hatte was mit ihrem Freund, mit Herrn Garden. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich nehme an, dass Sie inzwischen sicher sind, dass ich meine Frau nicht getötet habe. Ja, ja. Ich habe den Mann getötet, der meine Frau erschossen hat. Ja, ja. Das ist Ihnen zuvorgekommen, nicht wahr? Es wird vor Gericht nicht mal für eine Anklage auf Totschlag reichen. Wollen Sie einen Anwalt anrufen? Wozu? Wie oft sind Sie Ihrer Frau morgens nachgefahren? Herr Köster, Sie haben den Mord an meiner Frau aufzuklären. Wie oft sind Sie Ihrer Frau morgens nachgefahren? 8-mal, wenn Sie es genau wissen wollen. Erzählen Sie mal was über Ihren Freund, über Herrn Garden. Es gibt nichts zu erzählen. Wann haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Herr Köster. Ja. Ich hab's gewusst, dass da was ist. Hier, Manfred Garden, Werbefachmann mit eigenem Grafikbetrieb, ist seit gestern als vermisst gemeldet. Sie können gehen. Sie haben mich gar nicht gefragt, ob ich einen Waffenschein habe. Ja, ich weiß, Sie haben einen Waffenschein. Aber Sie haben für den Mann, den Sie erschossen haben, nicht einen Augenblick des Bedauerns gezeigt. Warum sollte ich? Er hat meine Frau erschossen. Von dem Toten in der Zeitung gesehen. Woher haben Sie meine Nummer? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Weil ich erst mit Ihnen reden möchte. Was ist es denn, was Sie für mich haben? Wo wohnen Sie? Schönberger Straße 22, Pension Walden. Mein Name ist Bertrand. Georg Bertrand. Ich habe eine Verabredung mit Herrn Bertrand. Mhm. Zimmer 8, bitte. Vielen Dank. Kommen Sie rein, es ist auf. Ich höre. Der Mann, den Sie suchen. Ich suche keinen Mann. Die Polizei sucht ihn. Der Mann, den Sie suchen, hat hier in dieser Pension gewohnt.
dann werden sich ja noch viele melden. Nein, das werden sie nicht. Er hat hier ein Oberlippenbart getragen, Koteletten und eine dunkle Brille. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Das wollte ich Ihnen überlassen. Es kommt darauf an, was Sie wollen. Sehen Sie, ich bin Detektiv aus Frankfurt. Ich bin Spezialist für Industriespionage und die Geschichte hat angefangen, mich zu interessieren, als ich diesen Mann sah. Was sagten Sie, wo hat er gewohnt? In welchem Zimmer? Ja? In dem hier. Ich bin gerade umgezogen in dieses Zimmer. Vor einer Stunde. Sie würden gerne die Räumlichkeiten durchsuchen? Nein, warum? Also. Ich will wissen, wer der Mörder meiner Frau ist. Und ich möchte Sie bitten, das herauszufinden. Sind Sie mit 10.000 einverstanden? Werden Sie die Polizei informieren über das, was ich weiß? Das kann ich nicht sagen. 20.000 als Vorschuss. Gut. Ich glaube, ich werde nichts sagen. Ich gehe dann jetzt. Sie haben kein Vertrauen in die Polizei, nicht? Nein. Habe ich nicht. Sie hören von mir.
Herr Köster. Ich weiß nicht, ob das interessant ist für Sie. Am Stauwerk, oben, ist eine männliche Leiche angetrieben worden. Etwa 40 Jahre alt. Ja, wenn es interessant wird, dann melde ich mal bei mir. Was heißt denn das, wenn ich bitten darf? Ja, ich meine, könnte ja sein, dass es der Manfred Garden ist zum Beispiel, nicht? Aha. Danke, Ende. Na, darf ich Sie fragen, was Sie hier machen? Darf ich fragen, warum Sie mich das fragen? Das ist eine Polizeimarke. Mein Name ist Köster. Ich weiß, dass das eine Polizeimarke ist. Darf ich meine Frage wiederholen? Ich bin Detektiv. Ich habe den Auftrag, die Identität des toten Unbekannten herauszufinden. Was haben Sie? Von wem? Von Peter Wiegand. Mein Name ist Georg Berton. Ich wohne in der Pension Waldbronn. Das müssen Sie eigentlich wissen. Woher soll ich das wissen? Weil Ihre Leute an Wiegand dranhängen, als er bei mir aufkreuzt. Ich habe noch keinen Zwischenbericht bekommen. Ich beschäftige mich sonst mit Industriespionage. Sie haben hier aber keine Chance. Sagen Sie lieber, ich habe keine Kompetenz. Würden Sie mich vielleicht doch den Wagen des Toten ansehen lassen? Nein, das würde ich nicht. Das kann ich auch gar nicht, selbst wenn ich das wollte. Das geht gar nicht, der Wagen ist gar nicht mehr da, das ist im Präsidium. Er geht nicht ran! Ja, Köster. Na, endlich! Herr Köster, er ist es. Der Tote heißt Manfred Garden. Ist der Freund von Peter Wiegand. Das habe ich mir doch gedacht. Treib den Wiegand auf, er soll da hinkommen, ja? Ja, mach ich, gut. Danke, Ende. Wo haben Sie den Wiegand eigentlich kennengelernt? Ich habe ihn angerufen. Und er ist gekommen? Er ist gekommen. Irgendwas an der Geschichte hat mich gereizt. Ich habe ihm erzählt, ich wüsste was. Und dann? Dann saß er da und es hat mich immer mehr gereizt. Ich habe ihm gesagt, der Tod hat in der Pension gelebt mit Brille, Bart, Koteletten. Das war gar nicht wahr. Natürlich nicht. Aber am Ende hatte ich den Auftrag. Und einen Scheck von Peter Wiegand über 20.000.
Das gibt's doch nicht. In dieser Höhe? Und außerdem ist es erst eine Anzahl. Wir haben einen Toten gefunden. Wollen Sie mitkommen, ihn ansehen? Der Wiegand ist auch da. Sie irgendwo registriert? Im Fachverband Frankfurt, ja. Wie wird man eigentlich Detektiv? Waren Sie mal bei der Polizei? Nein, ich bin in Frankfurt geboren, habe dort Abitur gemacht. Dann habe ich meinem Vater 10.000 Mark geklaut und bin abgehauen, das Abenteuer suchen. Das Große. Danach habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Bin zur französischen Fremdenlegion, inzwischen französischer Staatsbürger und als Offizier in Ehren entlassen. Meine Eltern leben nicht mehr. Tja, ich spreche drei Sprachen. Was soll so einer wie ich dann machen? Ich verdiene sehr gut mit der Abwehr von Industriespionage. Die Arbeit macht mir Spaß. Zufrieden. Brauchen Sie die 20.000 Mark eigentlich gar nicht so dringend, ne? So dringend nicht. Glauben Sie, lag der Tod im Wasser? Das kann ich Ihnen so auch nicht genau sagen. Vielleicht, dass er jetzt 24 Stunden drin lag. 24 Stunden? Ungefähr. Müssen Sie schon bis morgen gedulden. Herr Garden, es tut mir furchtbar leid, aber wir müssen Ihren Sohn in die Gerichtsmedizin bringen. Wer ist denn da mit Ihnen mitgekommen? Das erzähle ich dir gleich. Ja. Also, Peter Wiegand ist vom Büro nach Hause gefahren. Unterwegs hat er vom Auto aus telefoniert. Und dann hat er einen Abstecher gemacht in eine Pension Waldberg. Brunn. Bitte? Waldbrunn. Was ist denn das schon wieder? Naja, in der Pension Waldbrunn, da hat er nach einem Herrn Berton gefragt. Und der steht da oben. Aha. Das ist ein Privatdetektiv. Er hat von Herrn Wiegand den Auftrag, die Identität des toten Mörders von heute Vormittag zu klären. Jetzt weiß es. Mhm. Was gibt es denn sonst? Erkennungsdienstlich ist unser toter Mörder unbekannt. Und zwar bundesweit. Dann schalten wir Interpol ein. Haben wir schon. Gut. Herr Köster. Das ist der Vater von Garden. Es gibt zwar keinen Abschiedsbrief oder sowas, aber der Vater meint, es war Selbstmord. Garden war ein großer Spieler. Er glaubt, dass sein Sohn etwa 2 Millionen Schulden hatte. Herr Garden, es tut mir leid. Ich habe es mir immer vorgestellt. Sein Ende. Er hätte ihn doch retten können. Er war doch sein Freund. Er hätte ihn doch retten können. Der war nicht mehr sein Freund. Sagen Sie, wie ist der Wiegand? Er ist ein Mann, der töten kann.
Hat es einen tieferen Sinn, dass Sie mich mitten in der Nacht hierher bestellt haben? Sie hätten ihn retten können, war doch Ihr Freund. Warum sollte ich dem Liebhaber meiner Frau 2 Millionen schenken? Können Sie mir das sagen? Sie haben meinem Detektiv 20.000 Mark gegeben. Ich will den Mord an meiner Frau aufgeklärt haben. Wie sind Sie eigentlich auf Herrn Bertrand gekommen? Ich werde kein Wort dazu sagen. Sprechen Sie mit ihm. Nein, das möchte ich von Ihnen hören. Können Sie mich zwingen, auszusagen? Nee, das kann ich nicht. Sie haben ihm alles erzählt. Das müssen Sie schon mir überlassen. Haben Sie ihm gesagt, was ich Ihnen erzählt habe? Nein. Nichts. Ist was? Sie kommen morgen um 9.30 Uhr. Mit einem kleinen Koffer in die Pension. In dem Koffer sind 1 Million Mark in gebrauchten Scheinen. Sie sind ja verrückt. Ich werde zur Polizei gehen. Und Sie anzeigen. Sie brauchen sich nur zu bedienen. Es sind alle da. Ist was? Nein, nichts. Ich möchte jetzt nach Hause. Ich habe Sie was gefragt, kann ich jetzt gehen? Ja, Sie können nach Hause gehen. Ich komme morgen früh um 9 Uhr zu Ihnen. Seien Sie bitte da. Ich werde nicht da sein. Ich bitte Sie, da zu sein. Fahren Sie mit ihm? Nein, lieber mit Ihnen. Ach, zeigen Sie mir nur mal bitte Ihren Pass. Was ist bei meinem Pass denn so interessant? Ja, wissen Sie, ich habe so selten einen französischen Pass in der Hand, nicht? Dankeschön. Gar nichts davon gesagt, was ich Ihnen erzählt habe. Über den Toten. Es muss einen Grund haben. Hat es einen Grund? Da wollen Sie doch mit mir zusammenarbeiten. Es wird keine Zusammenarbeit geben. Sie werden mir sagen, was Sie erfahren und sonst nichts. Wenn Sie mir etwas verschweigen, dann will ich Sie zur Rechenschaft ziehen lassen. Wegen Beteiligung an der Verschleierung eines Verbrechens. So einfach ist das hier bei uns. Ich glaube, Sie schätzen mich falsch ein. Sie können mich nicht einschüchtern. Irgendwann beschwere ich mich mal über ihn. Immer gleich und mitten in der Nacht. So, ich gehe jetzt. Bist du nicht der Einzige? Ja.
Na, Herr Doktor, was ist? Die Spuren oberhalb der Oberlippe und unterhalb der Koteletten seitlich zeigen Reste von Klebemitteln. Was für Klebemittel? Wissen Sie Klebemittel, wie man sie im Theater verwendet, um Bärte anzukleben? Vielen Dank, Herr Doktor. Wiederschön. Wiedersehen. Sofort zur Einsatzzentrale. Wir brauchen die besten Leute. Vergleich, bitte sofort. Der kennt den. Was? Wer kennt wen? Der Wiegand kennt den Mörder seiner Frau. Der Berton, der Detektiv, der ist ihm draufgekommen und der hat ihn in der Hand. Das ist fast perfekt. Stell dir vor, jemand engagiert einen Killer, um seine Frau zu töten und im selben Moment, wo der die Frau erschießt, da legt er den Killer um. Eine perfekte Sache. Und der Berton, der kennt den Zusammenhang. Der weiß mehr. Ja, Heimann? Ja? Ist er sicher? Danke. Er ist nicht registriert. Ein Detektiv Berton ist nicht registriert. Wiegand hat das Haus verlassen. Er ist zu seiner Bank gefahren. Er hat einen Koffer bei sich. Und er fährt jetzt in Richtung Pension Waldbrunn. Los, los, Kinder, los, los, komm. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Wer ist da? Ich. Die Tür ist auf. Setzen Sie sich dahin. Die Bullen observieren mich. Die sind mir gefolgt. Machen Sie den Koffer auf. Ganz langsame Bewegung. Wieder zurück. Koffer zu. Warum glauben Sie, dass Sie mich erpressen können? Warum? Weil Sie meinen Bruder getötet haben. Das habe ich nicht gewusst. Und 1 Million ist nicht so viel. Umsonst ist der Tod, wie es so schön heißt. Es war der erste Auftrag für meinen Bruder. Und ich habe ihn begleitet, so wie man einen kleinen Bruder bei der Hand nimmt. Sie werden hier nicht rauskommen. Es wird schon nicht so schlimm sein. Ich bin ein Profi. Herr Bertrand, Sie bekommen noch Geld zurück.
Das haben Sie sehr gut gemacht. Regen Sie sich nicht auf. So. Dankeschön. Ja. In unsere Dienststelle, ja? Herr Köster. Danke. Herr Köster. Dieser Tote ist ein gewisser Berton. Über ihn selbst ist nichts bekannt. Gesucht wird sein Bruder. Killer vom Beruf. Soweit ich das mit meinem Französisch entziffern konnte. Moment.